Und ich sitze aber schon hier, ne? Genau. Genau, du sitzt natürlich schon da, genau. Hallo, herzlich willkommen zum Café Brandstätter. Heute in etwas anderer Konstellation und anderem Setting. Hier bei Ulrike Volkerts, der Schauspielerin. Ja, Ulrike hat eine Autobiografie geschrieben, über die wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Heike Vohwinkel, ich bin Journalistin und habe mit Ulrike zusammen dieses Buch geschrieben. Richtig. Herzlich willkommen, Ulrike. Ja, danke, Heike, dass du mit mir über das Buch reden willst. Wir haben ja schließlich ein ganzes Jahr damit so verbracht. Ja, genau, fast ein ganzes Jahr. Fast ein ganzes Jahr und heute halten wir es in Händen. Genau, heute halten wir es in Händen. Du oder ich? Ja, du natürlich. Und es fühlt sich richtig gut an, wenn sowas plötzlich fertig ist und wir darüber sprechen können. Ich habe auch noch mal gedacht, es war, glaube ich, so nach ein paar Monaten, dass wir überlegt haben, wie nennen wir das Kind denn jetzt? Und da tatsächlich auf der Suche waren nach so einem Motto, das durch dein Leben sich eigentlich zieht. Und du kamst dann relativ schnell auf das Motto, ich muss raus. Kannst du das nochmal genauer erläutern? Wieso? Ich war da erst so ein bisschen skeptisch, fand es dann, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, wirklich sehr überzeugend. Es ploppte irgendwann auf. Also dieses Ich muss raus impliziert ja, dass man sich in Bewegung setzen muss. Es geht natürlich in erster Linie auch um einfach den Raum zu verlassen, in die Natur zu gehen, aber es geht eben auch raus aus seiner eigenen Komfortzone, aus seiner eigenen Bequemlichkeit, aus seiner eigenen Problematik, Wege zu finden, sich zu entwickeln und Dinge auszuprobieren. Das hat ganz viel damit zu tun. Ich vermute mal oder könnte mir vorstellen, dass viele deiner Fans jetzt befürchten, oh Gott, jetzt nennt sie das Buch, ich muss raus und jetzt will sie wahrscheinlich raus aus Lena Odenthal und der Rolle. Und das willst du natürlich nicht. Nein, gibt nicht wirklich einen Grund. Genau, nichtsdestotrotz schreibst du und erzählst du ja auch im Buch, dass du diese Rolle, die du ja jetzt seit über 30 Jahren schon spielst, geprägt hast und sie auch dich geprägt hat, sowohl als Fluch als auch als Segen empfunden hast. Ja. Warum? Also jetzt, heute rückblickend, und das war ja jetzt wirklich großartig, dadurch, dass ich schreiben konnte und wir viel gesprochen haben und du die richtigen Fragen an der richtigen Stelle und die richtige Schraubzwinge angesetzt hast. Also mir ist eigentlich in diesem Jahr, wo ich dieses Buch geschrieben habe, auch klar geworden, dass Lena Odenthal für mich eigentlich ein großer Glücksfall ist. Nach wie vor. Also ich habe mit 28 frisch vom Theater diese großartige Fernsehrolle bekommen. Es gab noch kaum Kommissarinnen, also vor mir zwei. Ich durfte diese Position übernehmen, war ein neues Gesicht im deutschen Fernsehen, durfte so mit meinem Outfit so bleiben. Man hat mir keine Perücke aufgesetzt. Ich durfte ratzefatze kurze Haare tragen. Im zweiten Tatort schon eine Lederjacke und habe da einen neuen Frauentyp geboren und bin mit der jetzt über 30 Jahre durch diese Fernsehlandschaft gestiefelt, habe als Lena Odenthal Mordfälle gelöst, habe gesellschaftlich relevante Themen beackert. Ich habe mich da wirklich auch ausprobiert, weil ich unterschiedlichste Regisseure hatte, unterschiedlichste Produzenten, verschiedenste Autoren und Autorinnen, Regisseurinnen, wenige, aber es werden jetzt mehr. Also es waren sehr unterschiedliche Herausforderungen und ich bin eigentlich an dieser Aufgabe auch gewachsen. Es gab einfach eine Phase, wo ich dachte, ich bin sehr festgelegt auf diese Rolle. In Deutschland ist man sowieso schnell dabei, die Menschen in Schubladen zu stecken. Einmal Bösewicht, immer Bösewicht. Man kann manchmal schon an der Besetzungsliste erkennen, ach, das ist bestimmt der Mörder, weil der spielt die immer. Oder die verlassene Ehefrau, die spielt die immer. Oder die muss immer weinen im Fernsehen. Also das Schubladendenken ist schon sehr groß. Und ich dachte, ich schaffe es nicht, da rauszukommen. Und rückblickend jetzt bei dem Schreiben ist mir nochmal klar geworden, dass ich eigentlich fast jedes Jahr irgendwas anderes gemacht habe. Also entweder Theater gespielt oder einen anderen Fernsehfilm. Und letztendlich hat mir die Lena Odenthal auch einen Stand in dieser Branche bereitet, wo ich dann gar nicht mehr für kleine Sachen angefragt wurde, sondern nur noch für Hauptrollen, weil ich eben durch die Lena Odenthal so einen Bekanntheitsgrad hatte. Was du ja, wie gesagt, durchaus auch ein bisschen als einen Fluch empfunden hast, weil du erzählst ja auch, dass
gar nicht immer unbedingt die Hauptrollen hättest spielen wollen. Nein, weil immer die ganze Verantwortung auf meinen Schultern lasse und ich die ganze Pressearbeit machen muss. Ja. Ich wollte einfach, Nebenrollen können sehr dankbar sein. Die schneiden rein, bringen alles durcheinander und gehen wieder. Ja, eindeutig. Genau, aber was ist das? Weil du sagtest schon, dass es, zumindest hast du das Gefühl, gerade im deutschen Fernsehen ist es dieses Schubladendenken schon sehr ausgeprägt. Woran liegt es? Liegt es, weil ist es wirklich nur ein deutsches Phänomen oder ist es nicht generell auch ein Stück weit das Problem bei der Schauspielerei, dass ihr als Schauspielerinnen eben auch Projektionsfläche seid und man so gern dann auch, wenn es so gut passt, wie jetzt bei Lena Odenthal und dir, man einfach dieses Image auch mit dir als Person verbindet? Ja, das ist halt, aber das ist irgendwie so simpel. Es ist natürlich, natürlich weiß man, dieser Schauspieler kann das besonders gut. Oder weil man die Schauspielerin irgendwo gesehen hat und sie spielt da immer die taffen, starken Persönlichkeiten, besetzt man sie wieder so. Aber der Wunsch und das Können, was Schauspieler und Schauspielerinnen haben, ist ja Vielfältigkeit und eben auch gegenbesetzt zu werden. Eigentlich genau das Gegenteil von dem zu spielen, womit man uns verbindet. Das ist natürlich eine Lust am Spielen, die das möchte, aber die Leute gehen auf Nummer sicher. Die sagen, der kann das am besten, den besetzen wir dafür. Dann also glaubt auch, man das auch. Und so. Auch ein Problem dann im Grunde der Branche, die dahinter steht. Auf jeden Fall. Nicht also, unbedingt der Zuschauer. Nö, ich glaube, die würden Bereitschaft haben, da mitzugehen und sich auf neue Dinge einzulassen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ja, das ist ja tatsächlich genau so ein bisschen auch der Punkt der Initiative Act Out, bei der du ja Anfang des Jahres auch mitgemacht hast. Da ging es darum, dass 185 Schauspielerinnen sich geoutet haben als homosexuell oder eben divers. Du hast mitgemacht, obwohl man eigentlich schon lange wusste, du hattest dich schon geoutet, 1999. Warum? Warum? Es ist scheinbar so, dass nach über 30 Jahren, die ich geoutet bin und in diesem Beruf tatsächlich auch arbeite und auch das Gefühl habe, dass das keine große Rolle mehr spielt, ist die Brisanz dieses Themas nicht zu verachten. Also diese Act-Out-Menschen, die sich da zusammengetan haben, haben einfach festgestellt, dass sie überhaupt nicht vorkommen in dieser Gesellschaft. Eben auch dann nicht in Filmen, in Geschichten, die erzählt werden, noch. Es sei denn, man macht Problemfilme über das Outing oder über Transfrauen, Transmänner, die einen schweren Weg zu gehen haben, bis sie ihre Geschlechtumwandlung hinbekommen. Also es ist sehr problembeladen. Und wenn man als Gruppe auftritt, hat das natürlich eine ganz andere Wucht und hat eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen als ich. Ich habe damals auch viel Aufmerksamkeit bekommen beim Outing. Aber das war eben, wer es noch nicht wusste, Ulrike Volkerts liebt Frauen, große Schlagzeilen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Jetzt sind es 185 Leute, die einerseits Diskriminierung erfahren, weil sie auch das Geheim halten sollen zum Beispiel. Dann gibt es Caster und Regisseure und sagen, sprich nicht darüber, du kriegst keine Rollen mehr. Das sind Erfahrungen, die nicht. Du zum Teil auch gemacht hast, aber die du nicht so gern, wie ich auch im Gespräch mitgekriegt habe, unbedingt reden willst. Also die Erfahrung hast du gemacht? Ich habe die Erfahrung gemacht. Sie ist aber auch, passiert natürlich auch hinter verschlossenen Türen. Ich war nicht bei jedem Gespräch dabei, wo man gesagt hat, nee, die besetzen wir nicht, die ist lesbisch. Aber ich glaube, es gab diese Gespräche. Nur ich komme da, wenn ich mich damit auseinandersetze, komme ich zu keinem Schluss. Ich möchte irgendwie als Schauspielerin wahrgenommen werden mit dem, was ich kann. Und ich kann alles spielen. Ich bin auch keine Polizistin und keine Polizistin spielen. Und ich kann auch eine Hetero-Frau spielen und ich kann eine Mutter spielen und ich kann auch eine lesbische Frau spielen. Ich kann alles spielen. Das ist mein Beruf. Und dass man da glaubt, der Zuschauer kriegt es nicht mehr auseinander, wenn jetzt ein schwuler Mann
wo wir alle wissen, der ist homosexuell, eine Hetero-Rolle und den Super-Lover spielen soll, dass dir dann eine Verwirrung entsteht, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ja. Wenn man überzeugend spielt, dann passiert das nicht. Jetzt gibt es aber ja tatsächlich einige auch in der Act-Out-Initiative, die durchaus sagen, naja, aber dann möchte ich schon, dass wenn jetzt eine homosexuelle Rolle zu besetzen ist, dass das dann ein homosexueller Mensch oder wenn dann eine Transgender-Rolle zu besetzen ist, dass das dann ein Transgender-Schauspieler spielen sollte. Eigentlich widerspricht das ja deinem Ansatz deiner Idee von Schauspielerei, oder? Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich kann ein Transgender-Mensch einen Transgender-Menschen spielen, aber ich würde auch sagen, das kann auch jemand anders machen. Mhm. Und umgekehrt, darum geht es ja. Ja. Man sollte da nicht sagen, also ich würde mich nie darauf festlegen, dass das, man muss sozusagen die Sexualität mitbringen, um den Menschen mit einer anderen Sexualität spielen zu können. Das glaube ich nicht. Ja. Und tun wir uns auch keinen Gefallen mit, weil ich möchte nicht als Schauspielerin, die privat ein lesbisches Leben lebt, nur lesbische Rollen spielen. Da bin ich ja wieder in einer Schublade. Eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, das ist überhaupt noch ein Thema. Ja, das hat ist, auch, oder? Also ich meine, wir hatten ja dann doch, also es ist Wahnsinn, dass das noch ein Thema ist, aber man unterschätzt, wie wenig die Menschen insgesamt und auch eben die Fernsehleute, die Fernsehmacher, die Produzenten, die Gremien, die da Entscheidungen treffen, wie wenig die damit zu tun haben. Hm. Die sitzen in ihren Büros und die machen öffentlich-rechtliches Fernsehen und haben ihre Formate und bedienen die nach bestem Gewissen und wissen sehr wenig darüber. Und das ist jetzt, glaube ich, in Gang gekommen. Das ist, es geht ja auch um Menschen mit Migrationshintergrund, es geht um Menschen mit Behinderung, es geht um Menschen, die binär unterwegs sind. Das heißt, die sind weder Mann noch Frau. Also man muss sich plötzlich ein weites Spektrum an Lebensformen vorstellen. Und der Wunsch ist ja, dass das eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass das ein Abbild der Gesellschaft ist und dass man das im Film zeigt, ohne es zu problematisieren. Aber wie kommen wir dahin? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Also du sagst, es ist da was in Bewegung gekommen, okay, es wird geredet, aber es gibt natürlich auch die Forderung von Quote Film und dergleichen oder Vielfalt im Film, die sagen, ja, wir müssen aber nur vom drüber reden auch wegkommen. Wir brauchen wirklich eine repräsentative, wie auch immer, Quote, wo wir auch hinter der Kamera, wo wir in den Redaktionen eine andere Mischung hinbekommen. Ja, in den Redaktionen. Da ist es vielleicht ein wichtiger Aspekt, dass man eben auch die das Programm machen und mitbestimmen, dass das auch gemischter sein müsste, ist die Frage. Ich meine, ich kenne jetzt nur den SWR als Sendeanstalt. Da gibt es, viele Menschen sind eigentlich so, dadurch, dass ich da seit 30 Jahren bin, habe ich viele kennengelernt, die da seit 30 Jahren arbeiten. Und die machen seit 30 Jahren immer dasselbe. Sie machen natürlich auch gesellschaftlich relevante Geschichten und politische Themen und. Aber da ist ihnen irgendwas durch die Finger gerutscht. Also dieses Thema Homosexualität oder überhaupt Transgender oder eben auch Menschen mit Behinderung, die selbstverständlich oder Migration, also wie viel Klischees das Fernsehen einfach bedient. Das ist einfach das Drama. Ja. Davon wegzukommen, dafür braucht es eben Köpfe, die das mit inhaltlich mit betreuen und vorantreiben. Ja, und wahrscheinlich auch den Finger einfach mal reinlegen und sagen, wie du ja auch im Buch ein paar Beispiele da ganz gut nennst, warum kann die Apothekerin nicht eigentlich auch ein Kopftuch tragen, wie sie es bei mir um die Ecke auch tut? Oder warum muss der Arzt jetzt unbedingt ein weißer Mann sein und kann nicht eine schwarze Frau sein? So. Klar, also es ist natürlich, ich glaube, BBC und auch Netflix, sie haben da richtige Regeln aufgestellt inzwischen und haben auch wirklich wilde Experimente gemacht. Und das stößt so schon auf Wohlwollen und das hat eine Menge Zuschauer und die machen das in einer Art und Weise, wo man einfach mal ein bisschen für sich was abgucken könnte. Ja, definitiv. Wir haben tatsächlich auch das ist jetzt so die gesamte Abbildung der Vielfalt auch des Lebens in Deutschland. Da haben wir natürlich auch drüber geredet, aber auch über, dass es ja schon anfängt im Grunde bei der Besetzung von Frauen.
und Frauenrollen. Ne? Auch da gibt es ja ein extremes Missverhältnis. Etwas, worunter du auch immer wieder gelitten hast, also auch so ein Stück weit das Angebot dessen, was dann so an Frauenrollen auch kam. Mhm. Ja, wie lässt sich das in den Griff bekommen? Also du hast auch gesagt, es ist total schwer, mal eine Regisseurin durchzukriegen oder auch eine Drehbuchautorin. Ja, man muss einfach diese Gewohnheiten, diese Normalität, die vermeintliche Normalität und diese Strukturen, in denen das läuft, das sind ja auch festgefahrene Strukturen und Redakteure und Produzenten greifen gerne auf Autoren zurück, die sie schon lange kennen und mit denen sie immer schon gute Sachen gemacht haben und sind halt nicht experimentierfreudig oder lassen sich auf was Neues, versuchen mal was Neues, weil eine Drehbuchautorin hat einen weiblichen Blick auf die Welt, die erzählt anders. Und das muss doch eigentlich interessant sein, genauso wie eine Regisseurin einen Stoff anders umsetzen wird als ein männlicher Regisseur. Ich will nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Überhaupt, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich um die Perspektive, dass die sich erweitern müsste. Und dann natürlich statistisch belegt, dass die Frauen, Schauspielerinnen, mit Mitte 35 geht es echt, das Rollenangebot zahlenmäßig, weiß ich gar nicht, halbiert sich. Es wird wirklich immer weniger. Mm. Es werden keine oder kaum Geschichten erzählt über ältere Frauen. Ich finde, das machen eigentlich nur die Franzosen ganz gut, aber die haben natürlich auch ein paar Stars, mit denen sie das dann immer wieder betreiben. In Amerika gibt es Stars, mit denen das passiert, aber hier haben wir eine Handvoll Frauen, die natürlich auch vorkommen und für die auch Geschichten geschrieben werden, aber die sind da oft so Hausbacken. Ja, und genau, da wollte ich gerade mit dir drauf. Was nervt dich eigentlich am meisten dann an Rollen, die du dann auch zum Teil angeboten bekommst, an Frauenrollen? Ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, mit über 50 ging es dann los, dass ich eigentlich nur eine Chance hatte, eine Hauptrolle zu spielen, wenn ich den Sonntagabend im ZDF bespiele. Das heißt, das ist das Herzschmerzkino oder wie das heißt, Herzkino. Mhm. Und das heißt, da geht es um Frauen im mittleren Alter, die irgendwie in die Krise geraten oder ein Riesenimperium zu verwalten haben oder ein Hotel oder weiß der Kuckuck was und dann mit viel Familie drumherum da durch etwas durchgehen, ein Problem lösen und am Ende, bitte, muss immer ein Happy End sein. Heißt, da kommt irgendein Prinz auf dem weißen Pferd, rettet sie, heiratet sie, was weiß ich. Das ist leider ein bisschen öde und das ist auch wirklich der Zeit hinterher und das ist, ich meine, wo leben wir denn heute? Ja. Das ist leider ein bisschen langweilig. Es hat mir zwar Spaß gemacht, diese Filme zu drehen, weil es einfach Frauen waren, die was zu bewältigen hatten. Und ich habe mir dann eben auch was rausgepickt, womit ich dann diese Rolle fülle und mir da meinen eigenen Spaß draus gemacht. Und die Filme haben auch eine Berechtigung, weil sie werden ja angeschaut. Es gibt eben die Krimi-Fans und es gibt die, die sonntagabends lieber gemütlich nach Cornwall reisen mit den Augen und dann auch gut schlafen können nach einem Rosamunde Pilcher. Und einem Happy End. Und genau. Genau. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du schon sagst, eine totale Reduzierung auch. Komplett. Und das Frauenbild ist wirklich überhaupt nicht modern. Genau. Und das ist ja eigentlich schon auch so ein bisschen die Krux an dem Ganzen. Als du vor eben über 30 Jahren ins deutsche Fernsehen kamst, hast du ja tatsächlich eben ein ganz neues Frauenbild, das es in dem Sinne so, so gut wie kaum gab. Ich würde jetzt fast behaupten, gab es nicht, aber genau, jedenfalls mit der Lena Odenthal, die eben rotzig war, die frech war, die auch teilweise ein bisschen brutal war. Genau, war das ein bewusster Akt eigentlich? Oder? Also, mir war das wichtig, dass so eine Kommissarin, also wenn man sich damit auseinandersetzt in so einer Mordkommission, da muss man schon ein Tough Cookie sein. Da kann man nicht mit den Waffen einer Frau irgendwie und High Heels und Sexy Peel, war jedenfalls nicht mein Wunsch, irgendwelche Täter zum Geständnis bringen. Mir war es wichtig, dass ich, also die haben ja auch am Anfang für Lena Odenthal wahnsinnig oft sehr starke männliche Gegner geschrieben. Mhm. Also da ging es auch oft in den Filmen darum, dass der Zuschauer eigentlich von Anfang an wusste, wer der Mörder ist und man eigentlich diesem Katz-und-Maus-Spiel zuschaut, wie die Lena dem auf die Schliche kommt und wie sie es schafft,
Indizien zu sammeln oder eben das Alibi zu knacken, um jemanden zu überführen. Und da hatte ich sehr starke männliche Gegner. Und da ging es einmal, dass so eine Frau intelligent sein kann, schlagfertig im Gespräch, sich nicht irgendwie auf so eine komische, suffisante, so eine sexuelle Ebene begibt, sondern wenn dann irgendwie Tacheles redet oder eben sich auch dann körperlich zu wehren weiß und diese Dinge einsetzt. Tritte, Schläge, Fäuste, Köpfe. Schon aber auch ein bisschen, also du hast ja auch im Buch immer wieder klar gemacht, Lena Odenthal ist nicht Ulrike Volkerts. Nein, ich prüge und, mich nicht. Aber durchaus geprägt durch Eigenschaften von dir. Aber du hast auch ganz andere Eigenschaften. Ja, also ich meine, ich wär zum Beispiel niemals Polizistin geworden. Ich habe echt einen heiden Respekt vor diesem Beruf. Ich habe auch in der Laufbahn natürlich einige echte Kommissarinnen kennengelernt und sprechen können. Und ich muss sagen, das ist ein Job, den hätte ich wahrscheinlich nicht ausgehalten, weil man da wirklich in menschliche Abgründe schaut. Und Mord und Totschlag passiert halt doch hauptsächlich auch im Familienverband. Das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Und also diese körperliche Gewalt, auch gegen Frauen, gegen Kinder, da wäre ich, glaube ich, die Falsche gewesen. Also von daher unterscheiden wir uns schon mal kolossal. In der Fiktion ist das alles ganz anders. Ich weiß ja auch, dass der Fall gut ausgeht. Wir bringen immer am Ende den Täter hinter Gittern oder die Täterin. Sorgt für Gerechtigkeit. Genau, und dadurch ist man ja auch so eine positive Figur, weil man den für Gerechtigkeit steht und den Opfern zur Seite steht und den Schwachen zur Seite steht und die Bösewichter hinter Gitter bringt, ist natürlich auch da ganz dankbar. Ulrike ist, also ich bin auch nicht so alleine wie Lena Odenthal und ich habe zwar auch eine Katze, aber ich bin viel geselliger, ich mache auch viel mehr Blödsinn und ich bin auch viel lustiger als Lena Odenthal. Die hat halt kann einfach ich bestätigen. Gar nicht, nichts zu lachen in dem Job. Also der Film fängt immer an, dass man an irgendeinen Tatort geht und dann kann man schlecht Scherze machen. Ja, das stimmt. Eigentlich schade. Ich würde noch mal ganz kurz auf dieses Thema zurückkommen. Frau, Schauspielerin, das Jungsein, das Schönsein, dass das so wichtig ist in diesem Beruf. Habe ich auch gehört, ja. Ja, hast du auch gehört. Was bedeutet das für dich jetzt eben? Du wirst in diesem Jahr, darf ich sagen, 60. Dazu sagen, ja. Insofern. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja, warum haben wir Frauen eigentlich oft so ein Problem damit? Und dann als Schauspielerin wahrscheinlich noch viel mehr mit dem Älterwerden. Also ich, Ulrike, habe damit eigentlich nicht so ein wirkliches Problem mit dem Älterwerden. Ich kriege natürlich auch, ich weiß, es wird weniger, es gibt weniger Rollen. Und wenn man jetzt 60 ist, so wie ich, oder 60 wird, so wie ich, wie soll man mich besetzen? Ich bin irgendwie zu alt, um irgendwie sowas, ja, um eben eine junge, taffe, es geht ja darum, immer da geht es eben schnell um so, dass man diese sexuelle Anziehungskraft vielleicht nicht mehr hat, die dann gesucht wird. Da müssen dann 35-Jährige her, die schlank sind und gut aussehen, so bildhübsch. Schlank bist du jetzt auch. Ja, aber es gibt ja auch ein Slim Fast oder wie das nennt. Es gibt ja so große, schlanke, lange, fast modelartige Schönheiten. Die können ja vielleicht auch gut spielen oder so. Aber das langweilt mich eigentlich alles zu Tode, weil Frauen macht ja mehr aus als das Schönsein. Und ich finde es auch furchtbar, wenn Frauen nur über das sich selbst definieren oder definiert werden, über Äußerlichkeiten. Und ich meine, ich kenne so viele Geschichten von Frauen, die wirklich in ihren Beziehungen oder am Arbeitsplatz oder sonst wo eben permanent darauf reduziert werden. Du bist ja zu dick geworden, deine Haare sahen aber auch schon mal besser aus. Willst du nicht mal färben, da hast du einen grauen Ansatz. Also man wird dauernd mit diesen Äußerlichkeiten auch konfrontiert und kann sich da, wenn man kein Selbstbewusstsein hat, kann man daran echt sich totarbeiten. Und sich auch schwer entziehen, oder? Also ich meine, wir haben über das Thema graue Haare einen Nachmittag lange gesprochen. Ja, weil das ist natürlich verrückt. Ich habe jetzt auch natürlich graue Haare, die da sich sichtbar werden. Und die sind aber jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt darf ich das, ich lasse das wachsen und lasse das einfach passieren, weil das
ist, damit kann ich mich tatsächlich noch nicht identifizieren. Dieses graue Haare ist wirklich für mich alt. Es gibt aber Menschen, die tragen, die sind mit 40 schon weiß und ja, die haben wunderschöne, tolle Haare und da passt es dann auch oder die füllen das auch. Aber bei mir, jetzt in, auch wegen dem Job, werde ich glaube ich schon noch eine Weile färben und wenn es mal eine Rolle gibt, wo die grauen Haare vonnöten sind, dann vielleicht lasse ich sie danach grau sein. Sie sind halt noch nicht ganz grau, es ist halt einfach noch so ein, du weißt ja, dieses Straßenkötergrau wird das jetzt, so eine Mischung. Ich glaube, du bist aber auch da tatsächlich schon ein bisschen eine Ausnahme jetzt, eben auch zu sagen, okay, ja, jetzt, ne, klar, Haare ist das eine Thema, aber ich werde halt älter und ich stehe da auch zu und ich stehe auch dazu, dass ich dann Falten habe. Ja. Tut ja längst nicht jede deiner Kolleginnen. Ja, man kann natürlich sich zu Tode botoxen und ich glaube, wenn man damit anfängt, macht das ein bisschen süchtig oder man hat das Gefühl, da muss man immer nachlegen, weil es sonst, da will ich echt die Finger von lassen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich finde auch sehr schade, dass wir Frauen, es gibt ja auch Männer, die inzwischen botoxen, aber vor allen Dingen die Frauen da so sich so tyrannisieren und denken, sie haben nur einen Platz in dieser Branche, wenn sie da dieses Spiel mitmachen und sich eben äußerlich jünger machen, als sie tatsächlich sind. Natürlich darf man Schlupflider wegmachen. Man darf auch seinen zu großen Busen kleiner machen, wenn man davon Rückenschmerzen hat. Ja, also das finde ich alles nachvollziehbar. Oder wenn man eine blöde Warze im Gesicht hat, natürlich darf man die wegmachen. Aber dieses Glattgespritzte macht ja auch emotionslos. Total. Und es gibt ein paar Beispiele, die finde ich wirklich erschreckend. Und das möchte ich niemals, also wenn irgendjemand von mir verlangen würde, aber wenn wir drehen, dann ist die Stirnfalte glatt, dann werde ich sagen, tschüss, besetzen Sie bitte jemand anders. Sehr schön. Genau, da würde ich kurz nochmal einhaken wollen. Vorhin sagtest du ja eben, es ist so schade, dass es die Bandbreite des Frauseins so wenig abgebildet wird im deutschen Fernsehen. Und ich erinnere mich, als wir in dem Kapitel, als du auf der Schauspielschule warst, darüber gesprochen haben, wie für dich damals auch klar wurde, dass du Frauen liebst, wie sehr das auch erstmal dein Frausein, du dich da ein Stück weit auch hinterfragt hast und gefragt hast, was heißt das eigentlich, weiblich sein, was heißt das Frau sein, dass sich das damals sehr umgetrieben hat. Was würdest du heute deinem damals 23-, 24-jährigen Ich aus der heutigen Perspektive sagen, antworten auf die Frage? Tja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versucht, sich so Vorbilder zu suchen. Und für mich, weiß ich, war es auch wichtig, einfach dann in Kontakt zu kommen mit Gleichgesinnten, zu merken, man ist nicht alleine auf der Welt mit so einer Outing-Geschichte. Und das heißt ja nicht, dass ich... Also dieses... diese Welt besteht ja aus Regeln und es gibt ja wahnsinnig viele Strukturen, auch unter Männern und Frauen. Und es ist so ein Spiel, das hat Regeln, was stattfindet. Und diese Regeln, die konnte ich plötzlich nicht mehr mitspielen, die passten auch nicht mehr für mich. Also ich hatte keine Lust, Komplimente zu bekommen von Männern. Ich wollte nicht eingeladen werden zum Essen. Ich wollte kein Rendezvous mit einem Mann. Wie schaffe ich, dass das aufhört? Das war irgendwie gar nicht so einfach. Ohne gleich zu sagen, ey, pass auf, du, ich stehe auf Frauen, kannst vergessen. Also, dass ich habe gedacht, ich finde den ja nett, den Typen, aber der will bestimmt was anderes und kann ihn gar nicht auf normale Art und Weise kennenlernen. Dafür braucht man einfach ich habe wirklich lange dafür gebraucht, das zu lernen und das funktioniert auch und mir geht es auch sehr gut damit und es geht auch. Aber diese Verunsicherung, die hat schon ziemlich reingehauen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in so einer Zeit, wo man da auf der Suche ist nach sich selbst und was heißt es, Frau zu sein, gute Menschen um sich herum hat, mit denen man darüber spricht, mit denen man sich austauscht, mit denen man auch wirklich heikle Themen bespricht und
womöglich Filme anguckt, Bücher liest und Vorbilder sucht. Also mir hat das jedenfalls geholfen. Ein großes Vorbild für dich? Naja, ich habe ja Judy Foster fand ich schon dann großartig, dass die als so eine berühmte Schauspielerin dann irgendwann auch den Mut hatte, dazu zu stehen. Aber leider ist die ein bisschen so vom Erdboden verschwunden. Eben, das war ja dann leider es dann ist doch auch so ein bisschen interessant. Das Vorbild, das gezeigt hat, man sollte doch vorsichtig mit solchen Outings sein. Ja, offensichtlich. Ich meine, zumindest damals. Also wir hoffen ja, dass das jetzt heute nicht mehr so ist. Na, das ist in Amerika, glaube ich, wahnsinnig kompliziert. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, Knebelverträge, wo man über seine Homosexualität bitte unterschreibt, dass man die nie nach außen transportiert und am besten noch heiratet, damit nach außen hin das Bild klar und eindeutig ist. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, naja, da ist, glaube ich, das Thema auch Projektionsfläche noch viel ausgeprägter. Ja, weil die haben Stars, die haben Weltstars, ja. Wer will schon, dass mein Superhero irgendwie privat nicht mehr das ist, was ich mir darunter vorstelle. Ich finde es schade. Letztendlich geht es mir aber darum, dass dieses Reden darüber und das Wissen darüber, wie jemand lebt und mit wem, ist das völlig unwichtig. Eigentlich auch. Eigentlich geht es darum, wie gut ist dieser Schauspieler, wie toll fesselt mich diese Schauspielerin. Mhm. Ja. Genau, und da hast du tatsächlich ja auch, darüber reden wir auch, haben wir viel im Buch, schreibst du darüber, durchaus auch immer wieder auch zu kämpfen gehabt, und zwar mit dir selbst. Ich finde sehr bezeichnend und sehr treffend deine Mutter, die einen Ausspruch gemacht hat, Ulrike hat schon als Kind sich nicht entschuldigen können und stand lieber eine Stunde in der Ecke, bevor sie Entschuldigung gesagt hat. Und das ist, ja, es ist schon etwas, was du sagst, was eine Eigenschaft von dir war, dieses Widerspenstige, dieses sich dann aber auch dicht machen, wenn du dich in eine Sache verrannt hattest, wo du lange gebraucht hast, also um rauszukommen. Einerseits eine Stärke von dir, genau. Da haben wir es wieder. Aber andererseits auch oft ein Hindernis. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer schildern, ja, was da so ein bisschen das Problem war? Das Problem war es gut. Diesen Widerstand in mir, den kenne ich immer noch. Der ploppt auf in ganz bestimmten Situationen. Ich kenne es natürlich jetzt besser. Ich habe Wege gefunden, dann in der Situation anders zu reagieren, als einmal nur zuzumachen. Aber das war ein längerer Weg und ich glaube, ich habe dieses Zumachen und Verweigern und Nein sagen, also Nein auch meinen, indem ich einfach nicht mehr geredet habe und auch auf niemanden mehr reagiert habe. Das war einfach eine Form, wie ich die Dinge erreichen konnte, die ich will oder nicht will. Nicht sehr fair dem Gegenüber, weil es gab keine Form von Auseinandersetzung, es gab keine Form von Einigung, es gab keine Kompromisse, es gab einfach nur ein klares Ja oder Nein und eine große Bockigkeit und kann man, heute würde man sagen, das ist so Sturheit, das ist so brutal für die erziehenden Menschen oder auch Geschwister vielleicht. Oder auch Freunde, das will ich wirklich niemandem mehr antun. Wie bist du da rausgekommen? Also, weil du ja, das war ja nicht nur etwas, was deine Kindheit überschattet hat. Nein, es hat mich ja auch selber in Situationen gebracht, wo ich mich selbst so blockiert habe, dass ich zum Beispiel hinter der Bühne stand, kurz vor der Premiere, ich stehe hinter der Bühne, das Stück hat begonnen, ich weiß, ich muss gleich raus und ich hatte das Gefühl, ich kriege keinen Pieps mehr raus. Ich kann jetzt gleich nicht da rausgehen und spielen, ich weiß gar nichts mehr, es ist weg, weg, weg und ich werde hier stehen bleiben, versteinert wie eine Salzsäule und die müssen ohne mich weiterspielen. Und da gibt es natürlich dann eine größere Kraft, die sagt, ey, es ist Premiere, ich kann die Kollegen nicht im Stich lassen. Du hast es 2000 Mal geübt, du kannst es. Raus, geh da raus, probier es. Und wenn es schief geht, ist es so, aber es ist gar nicht schief. Also ich habe schief gesungen, aber es ist nicht wirklich schief gegangen. Das war aber trotzdem ein ganz furchtbarer Moment, weil ich hatte einfach panische Angst zu versagen. Und das hatte ich einige Male. Und wenn ich da nicht über meinen Schatten oder irgendwie
Zeichen aus dem Außen wie bekommen hätte. Bei einer Einzelprobe in Salzburg beim Tod war der Martin Kusche, der Schauspieldirektor, und hat mit mir eine Einzelprobe gemacht. Und ich wusste, jetzt geht ums alle. Es geht um alles. Wenn ich es nicht tue, kann ich nach Hause fahren. Und wenn da nicht meine Freundin Katharina gesessen hätte, die mir ganz klar nur durch einen Blick signalisiert hat, Ulrike, mach es einfach. Dir kann nichts passieren. Mach es einfach. Mhm. Wenn ich diesen Impuls nicht von außen bekommen hätte, hätte ich vielleicht nichts gemacht, sondern hätte aufgegeben. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und dann wurde das plötzlich auch einfach meine Figur, mein Tod. Der war dann eben so, wie ich ihn spielen konnte. Nicht so, wie es vielleicht andere erwartet hätten oder bisher bekannt war, dass ein Tod grauenvoll und brüllend und monstermäßig da, ich war irgendwie ein zartes Wesen, was da auf der Domtreppe rumgetänzelt ist. Schon mit einer guten Stimme, aber ich hatte einfach da so, das war ein Moment, wo ich wusste, wenn ich muss mit meinem Widerstand und meiner inneren Blockade, das ist, fühlt sich nicht gut an. Also ich kann das nicht empfehlen, nachzumachen. Aber es ist ja auch besser geworden. Es ist viel besser geworden. Ne? Aber ich bin nicht, es ist nicht so, dass es nicht aufploppt. Ist nach wie vor ein Teil von mir. Na, wird es wahrscheinlich auch bleiben, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Geheimnis des Älterwerdens, dass man lernt, mit solchen Eigenschaften, die man selbst gar nicht gut, so sehr an sich mag, besser umzugehen. Ja, man wird eigentlich schlauer. Man wird schlauer, man weiß mehr, man hat mehr ausprobiert, man hat mehr Erfahrung, man kennt sich natürlich auch viel besser. Genau. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort und muss vielleicht auch nicht immer nur aus sich raus, sondern genau, du hast, glaube ich, am Ende haben wir ein Kapitel, das heißt, ich muss nicht mehr. Muss ne? Also nicht man mehr. Muss viel weniger nur noch. Wenn man wirklich schön wird. Geworden, das Buch. Ich bin ganz begeistert. Genau, und ich danke dir jetzt. Zum einen. Danke dir, Heike. Du hast mit mir wirklich eine schöne Arbeit und mich sehr motiviert zu schreiben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich danke aber auch allen, die jetzt zugeschaut haben. Und ich hoffe, dass ihr und sie Lust bekommen habt, noch mehr über Ulrikes Leben zu erfahren und in dieses Buch hineinzuschauen. Danke. Danke. Ich bin so sehr verliebt, weil ich bei der Karte. Du Schelm, du!